Also im Moment sind wir beim Friedenspreis in der Phase, dass wir Kandidaten für den Friedenspreis suchen. Also das ist ein öffentliches Verfahren. Jeder kann uns Vorschläge nennen, einen Brief schreiben, eine E-Mail über das Online-Formular, eine kleine Begründung dazu. Und wir sammeln die und stellen die dann für die Jury zusammen. Die Jury, die ist sehr gespannt auf diese Meinungen. Also die Begründung, die jemand schreibt, ist viel, viel wichtiger fast eigentlich als der Name, den er uns nennt. Ja, ich würde euch alle bitten, beteiligt euch. Also das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, sich damit auseinanderzusetzen, welchen Menschen, welchen Autor, welchen Wissenschaftler man wirklich für friedenspreisfähig hält. Und am Ende ist es letztlich auch so, wenn derjenige, den man vorschlägt, dann wirklich auch von der Jury ausgewählt wird und den Friedenspreis bekommt, dann ja, werdet ihr auch in die Paulskirche eingeladen, als kleiner Dank für den Vorschlag.